Lord Maxwell, da gibt es keinen Zweifel. Es ist an der Zeit, den Rat der Vier zu beseitigen und uns die Stadt zu nehmen. Lady Araya, steht jemand ist hier. Ihr da, das ist ein privates Zimmer. Was macht ihr? Ihr seid Benui, oder? Der Held von Baldur's Sohn. Was macht ihr hier? Ich kam nicht umhin mitzuhören. Ihr wollt den Rat der Vier absetzen. Ich möchte hinein. Die wichtigere Frage ist, was ihr hier macht. Oh, was genau habt ihr gehört? Verrat an der Herrschern dieser großartigen Stadt. Sachen, von denen ich ganz sicher nicht wollt, dass die Herzoge sie hören. Lasst uns darüber reden, wie viel ihr zu zahlen bereit seid, damit niemand sich verplappert, ja? Nichts, was nicht schon oft seit dem Fall Sarivok gehört hätte. Der Rat ist schwach, er muss fallen. Ich habe drei Adlige gehört, wie sie sich gegen die Herrschaft von Baldur's Sohn verschworen haben. Ich wäre gerne ein Teil dieser Verschwörung. Nö, ich möchte einfach nur Geld. Ihr könnt uns nicht einschüchtern, ich schreie nach den Wachen. Tu das bitte, ich brauche hier die Wachen, wenn ich euch als Verräter entlarve. Macht es nicht schwieriger, als es sein muss, ihr wimmernder Feigling. Ihr langweilt mich, ich glaube, ich töte euch, dann ist das erledigt. Nehmen wir die Eins. Bei der Liebe der Götter, Tethern, seht ihr nicht, mit wem wir es zu tun haben? Gebt alles her, was ihr habt. Hier, nehmt auch meinen Dolch. Und hier ist mein Umhang. Bitte tut uns nicht weh. Wir machen uns noch auf den Weg. Wir wollen euer Gesicht nie wiedersehen. Gold gewonnen, Erfahrung gewonnen, Stiefel, Dolch, Umhang gewonnen. Ich habe eine aufrührerische Verschwörung aufgedeckt und sie zu meinem Vorteil genutzt. Dolch plus 1, Schutzumhang plus 1. Prahlerstiefel. Charisma plus 1. Als ob ich nicht schon ein Charisma von 19. Jetzt hätte ich eins von 20. Auf diesem Pult liegt eine hingekritzelte Liste mit guten Gasthäusern in einem Pergament mit Einzelheiten über einige der gehobenen Freunden, die sie in Baldur's Tor, die es man in Baldur's Tor genießen kann. Okay, die deutsche Übersetzung ist echt gewöhnungsbedürftig. Deine hier. Someone would like to speak with you. Dina hier, jemand möchte mit euch sprechen. How many times must I tell you, Minsk? I'll not debate Boo on the merits of. Is everything all right? Why art thou here? Wie oft muss ich euch sagen, Minsk, dass ich mit Boo nicht über die Vorteile von Benoir? Ist alles in Ordnung. Warum seid ihr hier? Ich brauche eure Hilfe, Dynair. Es ist schon eine Weile her, seit mir solch verstümmelte Sprache zu Ohren gekommen ist. Ich habe sie vermisst. Morgen früh reise ich nach Norden zu Burg Drachenspeer. Ich möchte, dass ihr euch mir anschließt. Sind wir sehr direkt. Thou wouldst face the shining lady, then. Ihr wollt euch der strahlenden Dame entgegenstellen? Sie hat versucht, mich zu töten. Sie hätte fast jemanden getötet, der mir am Herzen liegt. Das kann ich nicht einfach vergessen. Ich habe kaum eine Wahl. Sie hat heute Morgen Attentäter geschickt, um mich zu töten. Ich werde ihr noch viel mehr antun, wenn ich die Gelegenheit bekomme. Nehmen wir die zwei. I know of this woman. There are those who believe her to be a daughter of the divine, perhaps even a child of Baal. She merits further investigation and is the reason I still linger in the region. Ich kenne diese Frau. Es gibt Leute, die glauben, sie sei eine Tochter des Göttlichen, vielleicht sogar ein Kind von Baal. Sie ist eine Untersuchung wert und auch der Grund, warum ich mich noch immer in der Gegend aufhalte. Dein Offer is accepted. Minsk and I will travel north with thee. Euer Angebot ist angenommen. Minsk und ich werden mit euch nach Norden reisen. And with Bo. Und mit Bo. Of course. We would be lost without thy hamster. Sicher, ohne euren Hamster werden wir verloren. Prepare yourself, Bo. We are about to embark on another epic adventure. Wappnet euch, Bo. Wir begeben uns auf ein weiteres episches Abenteuer. Eich? Okay, Level-Ups für die beiden. Was haben sie denn so in Ausrüstung? Ein Zweihänder plus 1, Trank der Steinriesenstärke. Oh. Kompositlangbogen. Krücke der Oberflächenbewohner, Infravision. Schutzumhang. Palos Geschenk. Kiels Helm. Ah. Panzerhandschuhe der Minsk ist gut ausgerüstet. Dünner hier ist auch recht gut ausgerüstet.
Was sagen denn so ihre Zauber? Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Gebt ihr mehr magische Geschosse. Klopfen brauchen wir auch nicht, dafür haben wir nachher Safana. Netz auch nicht unbedingt, lieber verschwimmen und Furcht bannen. Das ist okay. Steinhaut. Lieber Eissturm. Todeswolke kann sie noch nicht. Gut. Minsk und Dinaya sind meine Truppe beigetreten. Ach ja, und. Dykold. Was für eine. Na, KI fortgeschritten. Besondere Fähigkeiten benutzen, das kann sie, aber Angriffs- und Defensivzauber sollte sie nicht benutzen. So, eine Stufenerhöhung, kriegt sie nochmal zusätzliche Zauber. Ruhig noch einen Feuerball. Hier eine kleine Kugel der Unsichtbarkeit. Ein Sonnenfeuer und eine Todeswolke. So, Minz kriegt auch ein Level Up. Yes. Ah, sie hat Gift verlangsamt. Yes. Probend und Tiere bezaubernd hat Minz. You want Boo? Ja. Oh, Minsk müsste doch auch Zauber können. Mhm. Eine Rüstung des Glaubens für Minsk. Das müsste reichen. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. So. What have we here? Was haben wir denn hier? Haben wir einen Schild Corvin? Erlaubt mir euch, Dina hier und Minsk aus Rashimin vorzustehen. Ihr wisst genau, was wir hier haben. Ihr habt mich hergebracht, um sie zu holen. Ihr könnt sie in eurer Freizeit treffen. Ich habe wichtige Dinge zu tun. Nehmen wir mal die Eins. Say hello, Boo. Und das ist Bo. Sag hallo, Bo. Der Weg nach Drachenspeer ist weit, Benno. Ihr seid ihr sicher, dass der Hamster mitkommen soll? Ich bin sicher, Minsk wie auch Bo werden sich als ausgesprochen wertvoll erweisen. Ich fürchte, den Hamster und den Weitläufer gibt es nur im Doppelpack. Also gut, wenn ihr es so wollt, ich werde euch begleiten, wenn ihr aufbrecht. Finished? I'm ready to head out when you are. Fertig, ich bin bereit, wenn ihr es seid. Jemand hat heute Abend versucht, mich umzubringen. Ich bin in einer Kneipe. Verdammt, ich bin noch nicht fertig. Wenn ihr es seid, wisst ihr, wo ihr mich findet. Finished? I'm ready to head out when you are. Ich habe, weswegen ich gekommen bin, aber ich könnte etwas zu trinken vertragen. Ihr? Ich? Sicher, warum nicht? Was kann ich euch bringen? Wein. Kommt sofort. So, the hero of Baldur's Gate. Tell me about yourself. So, Brennoja, ein Mann und Mythos. Held von Baldur's Tor, erzählt mir von euch. Ich würde lieber mehr über euch erfahren. Alles, was ihr über mich gehört habt, trifft absolut zu. Ich rede nicht über meine Vergangenheit mit Fremden schon gar nicht. Ich werde gerne mehr über euch erfahren. What would you like to know? Was möchtet ihr gerne wissen? Wie seid ihr der flammenden Faust beigetreten? Ah, well, therein lies a tale, but it's a long one. My father, Ottomar, was a Fist. You could say I followed in his footsteps. Nun, das ist eine Geschichte für sich, aber es ist eine lange. Mein Vater, Ottomar, war bei der Faust. Man könnte sagen, ich bin in seine Fußstapfen getreten.
Merkwürdige Formulierung. Ihr seid offensichtlich in seine Fußstapfen getreten, immerhin seid ihr beigetreten. Viele Kinder eifern ihren Eltern nach. Ich zum Glück nicht. Sag mal, was denkt ihr über Kayla? A charismatic leader. An acolyte of the Order of the Aster once. She claims divine favor for herself and her forces. That's why so many flock to her banner. She'll be a formidable opponent. Eine charismatische Führerin. Einst war sie eine Akolytin des Ordens der Aster. Sie beanspruch göttlichen Segen für sich und ihre Streitkräfte. Deshalb scharen sich so viele um ihre Fahne. Sie wird eine mächtige Gegnerin sein. Ein Kampf ist nicht unvermeidbar. Da stehen da. Aber warum? Was hofft sie zu erreichen? We'll find out soon enough, I suspect. But what she wants is of little consequence. It's what she actually does that matters. Ich vermute, wir werden es früh genug herausfinden. Was sie will, ist von geringer Bedeutung. Es ist wichtig, was sie tatsächlich tut. And what we can stop her from doing. Und wovon wir sie abhalten können. Whether the battle's long or short, glorious or horrific, it's going to happen. Kalar's got to be stopped. She's driving people out of their homes, seizing their goods, forcing innocents into service. We can't let it go on. Ob die Schlacht nur lange oder kurz, glorreich oder schrecklich wird, sie wird stattfinden. Kayla muss aufgehalten werden. Sie vertreibt Menschen aus ihren Häusern, beschlagnahmt ihre Waren, zwingt Unschuldige in ihren Dienst. Wir können es nicht so weitergehen lassen. Das werden wir nicht. Das kann ich euch versprechen. Das werden wir nicht. Mit den vereinten Kräften von Tiefwasser, Durchfahrt und Baldur's Tor ist unser Sieg gewiss. Wir werden bald herausfinden, was die Kugel bereit hätte. In der Zwischenzeit sollten wir uns etwas ausruhen. We've things to do and not much time to do them in. Trinkt aus, wir haben Dinge zu erledigen und nur wenig Zeit. Ich und Hauptmann Corwin haben etwas getrunken. Mhm. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Ihr braucht nur zu fragen. Hört, hört! Bei den neuen Höllen, ich bin ausgetrocknet. Gibt es etwas Neues zu diesem Getränk? Katera schickt sofort eins raus. Danke für eure Hilfe, ich weiß es zu schätzen. Hier, bitte nehmt ein paar Münzen für eure Mühen. Oh, 30 Gold. Ich muss zurück an die Arbeit. Genießt euren Tag. Ich habe Kateras Nachricht an Robel weitergegeben. Er freut sich auf sein Getränk. So, was hat es jetzt mit euch hier auf sich? Ihr geht besser weiter, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Hallo Hablo, was haben wir denn da? Manche nennen mich den Helden von Baldur's Tor. Nur ein besorgter Bürger. Jemand, der euch und eure jämmerliche Mannschaft Schmerzen spüren lassen wird, wie nie zuvor. Der Held von Baldur's Tor. Ist das so? Nun, vielleicht solltet ihr euch verziehen, bevor ihr euch wehtut. Oder euch in Ruhe stehen lassen. Ich habe es zu wenig mitgehört. Ich weiß, dass ihr nach einem Ziel sucht, um es auszurauben. Guter Ratschlag, dann gehe ich mal. Ich bin nicht derjenige, der hier verletzt werden wird. Nehmen wir die 1. Und? Ihr wollt euch selbst als Ziel anbieten? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, scheint mir jemand zu sein, der ein bisschen Geld dabei hat. Hey, das stimmt. Du sagst es, Louis. Wie wär's, wenn ihr uns alles Kupfer gebt, das ihr habt? Vielleicht lassen wir euch dann gehen. Ihr seid Schicker und Raufbolde. Ihr bekommt keine einzige Münze von mir. Ich will keinen Ärger. Hier habt ihr mein ganzes Geld. Wie wäre es damit? Ihr gebt mir euer ganzes Geld und vielleicht lasse ich euch gehen. Ich habe das Gefühl, ihr versteht nicht, wie das funktioniert, mein Freund. Los. Hey. Witzig steht zum Glück gleich daneben. Düner hier steht hier rum. Die kann gleich mal den wegpusten. Ja. Ich kann auch pusten. Gut, das waren ein paar Möchel oder so. Nur zu fragen. Ha. Die auch ein bisschen Zeug dabei haben, das wir verkaufen können erstmal. Heiltränke finde ich gut. Dominsk ist as brawny as the gum. He cannot carry everything. And he must make room for Boo.
So, hier ist ja leider immer noch voll. Ich habe, glaube ich, da ein paar Heiltränke, die ich vielleicht dünner hier zuschieben könnte. So.